Liebe Eltern, liebe Kinder, wir begrüßen Sie zum ersten digitalen Tag der offenen Tür am Sportgymnasium Dresden im Fachbereich Chemie. Wir haben uns für Sie etwas ganz Besonderes ausgedacht. Als erstes werden wir ein kleines Märchen vortragen, natürlich mit chemischen Experimenten hinterlegt, die das Ganze noch aufregender machen. Als zweites stellen wir dann ein Experiment für Sie und euch zu Hause vor, was dann auch jederzeit nachgemacht werden kann. Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß. Das Weihnachtsmärchen vom Fischer und seiner Frau. Es war einmal vor langer Zeit, da lebten in einer alten Hütte am Meer ein Fischer und seine Frau. Der Fischer fuhr jeden Tag mit seinem klapprigen Kahn aufs Meer hinaus, um Fische zu fangen. Seine Frau verkaufte diese auf dem Markt. Vom Erlös konnten sie jedoch gerade so leben. In einem strengen Winter jedoch, kurz vor Weihnachten, verfing sich in den Netzen des Fischers nur noch selten ein Fisch. Schon bald reichte das Geld nur noch für Wasser und ein paar Krumen Brot. Doch es wurde immer kälter und kälter, sodass das Meer zufror und der Fischer überhaupt nicht mehr hinausfahren konnte. Ach, lieber Mann, das sind nun die letzten Krümchen Brot. Und dabei ist heute Heiligabend. Draußen wird es auch immer kälter und unser Holz ist schon lange alle. Was soll nur aus uns werden? Wenn kein Wunder geschieht, werden wir über Weihnachten wohl verhungern oder erfrieren. Meine liebe Frau, gib die Hoffnung nicht auf. Ich werde noch einmal zum Meer hinausgehen und ein Loch ins Eis hacken. Vielleicht habe ich ja Glück und ein Fisch beißt an meiner Angel an. Und so machte sich der Fischer noch einmal auf den Weg in die eisige Kälte und tat, was er seiner Frau gesagt hatte. Voller Hoffnung hängte er die Angel in das aufgehackte Eisloch und begann zu warten. Doch es wurde spät und später und kein Fisch biss an. Schon wollte der Fischer aufgeben, da zuckte es an seiner Angel. Als er die Angel herauszog, hing ein riesiger Butt daran und der Fischer war außer sich vor Freude. Nun wird es doch noch einen Weihnachtsschmaus geben. Wie wird sich da meine Frau freuen? Doch plötzlich fing der Butt an zu sprechen. Lieber guter Fischer, lass mich leben. Ich bin ein verwunschener Mensch und könnte dir einige gute Dienste leisten. Der Fischer ließ den armen Butt nicht lange betteln und sprach zu ihm. Was für ein Wunder, entsprechender Butt. Natürlich lasse ich dich am Leben. Mein guter Fischermann, das wirst du nicht bereuen. Hier schenke ich dir zwei Gläser. Das erste füll mit Schnee und bringe dieses zum Schmelzen. Das zweite Glas füll mit Wasser. Wenn du nun einige deiner letzten Brotkrumen in die zwei Gläser wirfst, so wirst du nie mehr frieren oder dursten müssen. Hocherfreut nahm der Fischer die zwei Gläser und eilte mit ihnen nach Hause. Dort erzählte er sogleich seiner Frau von dem sprechenden Butt und seinen Geschenken. Sofort fingen sie an, zwei Gläser zu füllen und die Brotkrumen hineinzuwerfen. Und sieh da, im ersten Glas verwandelte sich Wasser in Heidelbeersaft. Und im zweiten Glas verwandelten sich die Brotkrumen in glühende Kohlen. Nachdem sich die beiden Fischersleute aufgewärmt und etwas getrunken hatten, schmeckte ihnen plötzlich der Heidelbeersaft nicht mehr. Ach, lieber Mann, wie gern würde ich jetzt etwas anderes trinken. Kannst du nicht noch einmal zu dem Butt gehen und ihn bitten, um das Weihnachtsfest durch ein festlicheres Getränk als Heidelbeersaft zu verschönern? Auch der Fischer hatte Appetit auf ein anderes Getränk bekommen und so lief er noch einmal zum Meer, hackte das inzwischen wieder zugefrorene Eisloch erneut auf und rief nach dem Butt.
Dieser kam augenblicklich angeschwommen und fragte: Hallo Fischer, was ist dein Begehr? Hat es dir nicht geschmeckt oder konntest du nicht deine müden Knochen ein wenig erwärmen? Ach lieber Butt, meine Frau würde uns gern zum Weihnachtsfeste etwas gar herrlich Festliches zum Trinken wünschen. Ein Glas Rum, ja, das wäre ganz nach unserem Geschmack. Nichts leichter als das. Nimm dieses Fläschchen mit Zauberwasser. Mit diesem kannst du nach Herzenslust Getränke brauen. Aber sei gewarnt, wer zu viel will, den bestraft das Leben. Angesichts der neuen Möglichkeiten zur Getränkezubereitung lief der Fischer voller Vorfreude nach Hause. Dort stürzte er sich zusammen mit seiner Frau sofort ans Werk. Vorsichtig versetzte sie ein Glas Heidelbeersaft mit dem Zauberwasser und schon war Rum im Glas. Und die beiden armen Fischersleute ließen sich nun den Rum munden. Jedoch die Frau ward von Gier übermannt und beschloss sofort: Das wird ja mal besser. Los, Mann, gieß doch viel mehr von dem Zauberwasser in das Glas. Vielleicht können wir ja daraus Gold machen. Doch was war das? Statt des erhofften Glücks war plötzlich wieder einfaches Wasser im Glas. Plötzlich erschien der Butt und sprach: Habe ich euch nicht gewarnt, zu viel zu verlangen? Maßlosigkeit und Gier waren schon immer Laster, die den Menschen Armut und Verderben gebracht haben. Erschrocken schauten sich die Fischersleute um. Vor ihnen stand nun ein Mann in einem weißen Kittel. Ich bin ein verwunschener Chemielehrer. Die Menschen hielten chemisches Wissen für überflüssig. Daher wurde ich arbeitslos und als Verbannt im Meer als Butt herumzuschwimmen. Bis ich auf Menschen treffe, die tatsächlich glauben, aus ordinärem Wasser Gold machen zu können. Euer Unwissen hat mich erlöst. Als Dank dafür will ich euch nun doch mit einem Glas Sekt belohnen. Doch auch der Sekt schien der Frau nicht recht zu munden. Als der Butt das sah, sprach er: So gib doch noch ein wenig mehr des Zauberwassers hinzu. So, das ist deinem Stand wohl besser entspreche. Und der Sekt wurde nun zu Milch. Angewidert davon wandte sich die Frau davon ab und gab es ihrem Mann. Ach, lieber Fischersmann, du scheinst es auch nicht immer leicht zu haben. Schütte die Milch nicht weg. Wenn du einmal wieder Hunger leiden solltest, so gib ein wenig von diesen zweiten Zauberfläschchen in die Milch hinzu. Und bevor der Fischer sich versah, wurde aus der Milch schöne Schlagsahne. Und der arme Fischersmann konnte wenigstens selbst seinen Hunger noch ein wenig stillen. Ja, liebe Kinder, liebe Erwachsenen, das war unser Märchen vom Fischer und seiner Frau. Liebe Kinder, liebe Eltern, ich möchte euch nun das Heimexperiment vorstellen, welches ihr auch selbst zu Hause durchführen könnt. Ihr benötigt hierfür einen Kaffeefilter, nach Möglichkeit weiß, das gibt einfach für später dann ein schöneres Bild. Wasser, das kann durchaus auch Leitungswasser sein und muss nichts aus der Flasche sein. Ein Glas, eine Schere und mindestens einen Filzstift. Wir haben hier zwei zur Auswahl. Entweder blau oder schwarz. Ich würde mich jetzt mal für den schwarzen Filzstift entscheiden. Als erstes zerschneidet ihr den Filter so, dass zwei Filterblätter entstehen. Hierfür schneidet ihr einfach die Ränder ab. Und schon habt ihr zwei Filter.
Einen dieser Filter durchstecht ihr bitte mittig mit der Schere. Hierbei bitte aufpassen, dass ihr euch nicht in den Finger stecht. Zur Not eure Eltern fragen, ob die das für euch erledigen. Den zweiten Filter rollt ihr so zusammen, dass er durch dieses kleine Loch hindurch passt, aber auch straff sitzt. Ihr müsst hierzu nicht den ganzen Filter verwenden, es reicht auch ein Teilstück. Nun den Docht durch das Loch hindurchstecken. So dass es unten ungefähr so 1 bis 2 cm rausguckt. Und ich entscheide mich jetzt für den schwarzen Filzstift, einen Kreis um den Docht herum zeichnen. Die Filzstiftfarbe ruhig etwas dicker auftragen. So. Im nächsten Schritt füllt ihr euer Wasserglas ungefähr so weit, dass ein halber Zentimeter oben noch frei bleibt. Und nun setzen wir unser Filterpapier mit dem Docht auf dieses Glas auf. Wichtig ist dabei, dass der Docht im Wasser ist, das Filterpapier selbst allerdings nicht. Und nun warten wir einfach ab, was passiert. Nachdem das Ganze nun eine geraume Zeit durchgelaufen ist, so in etwa 2 bis 3 Minuten, können wir den Docht entfernen und sehen, dass unsere schwarze Farbe des Filzstiftes nicht nur schwarz enthält. Wir sehen am Rand blau, wir sehen in der Mitte rötliche Farben, also hier alles schön aufgetrennt. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr später im Chemieunterricht. Ansonsten könnt ihr das jetzt natürlich trocknen. Ihr könnt andere Farben verwenden. Ich habe hier beispielsweise noch ein zweites mit blauer Farbe angefertigt. Das Ganze kann dann entweder später als Schmuck an den Weihnachtsbaum gehangen werden oder aber ihr verwendet es für andere Zwecke, um etwas zu dekorieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbstprobieren und beim Experimentieren. Der Fachbereich Chemie des Sportgymnasiums Dresden verabschiedet sich bei euch und wünscht euch noch einen schönen Tag.